Wir haben nun mit Kapitel 360 von Black Clover mit ganz andere Richtung bekommen, die wir jetzt wirklich über Asta, Lucius und die gewissen anderen Dingen reden müssen. Denn man muss sagen, an sich ist dieses Kapitel mit Lucius dadurch, was man halt so jetzt im Hintergedanke hat, gar nicht mal so übel. Ne? Man muss halt wirklich sagen, klar, wie gesagt, ich hätte sehr gerne ein sehr schönes Kapitel, so Noelle gegen ihre Mutter, haben wir jetzt nicht bekommen. Und man muss auch sagen, nächste Woche ist Pause, das heißt, nächste Woche erscheint kein Kapitel. Und bevor ich jetzt hier anfange, ich habe dieses Kapitel gewissermaßen schon gut behandelt in meinen Spoiler-Talks. Also wenn du dieses Video nicht angeschaut hast, würde ich dir empfehlen, da nochmal reinzugehen. Und dann würde ich dir empfehlen, nochmal hier reinzuschauen, weil ich jetzt hier nochmal drüber reden will, was das alles mit Asta so auf sich haben könnte, was so die Möglichkeiten sind und was so die Fragen dabei sein sollten, die wir eigentlich stellen müssen. Also im Großen und Ganzen, wir haben quasi erstmal das mit Noelle und ihrer Mutter bekommen. Da ist nicht viel passiert, ein, zwei Seiten, da wo Noelle einen riesen Wasserdrachen auf Noelles Mutter abgeschossen hat, die Mutter ist leicht ausgewichen ist und beide dessen natürlich weiterkämpfen. Daraufhin kriegen wir dann einen Switch zu Juno und Lucius. Diese beiden sind dementsprechend noch richtig hart am Kämpfen und egal ob Neverland noch läuft oder wie das alles abläuft. Beide scheinen wirklich einen guten Kampf zu haben, wo auf jeden Fall Geschwindigkeit sehr wichtig ist. Und man muss halt sagen, dass beide gut dabei richtig zusammenkommen. Also hier sagt sogar selber, dass halt Lucius sich wundert, beziehungsweise richtig erstaunt ist, dass eben die Schnelligkeit von Juno eben auf die gleichen Niveau kommt, wie diese von halt Lucius, ne, von seiner Kraft, von seiner Time Magic. Zum einen war dann zum Beispiel Juno direkt bereit, ihn anzugreifen. Und jetzt kommt so dieser Moment, wo halt Juno zurückgeschlagen worden ist. Und das muss man ja nochmal ansprechen. Wir haben dann gesehen, wo halt eben Juno halt in diesem Moment fast, sagen wir mal, fast in Anführungszeichen besiegt worden ist, wollte halt Lucius ihm den Rest geben, so seine Seele schnappen. Und Juno setzte dementsprechend dann Spirit of Notus ein, also das nächste Wind Spirit Creation Magic, das er jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, erlernt hat in Vergangenheit, würde ich jetzt mal so sagen. Diese Art Magie beinhaltet einfach ein Schild, ein Windschild, das sehr stark ist, also wirklich stark ist. Das hat sogar selber Lucius überrascht, dass der so etwas drauf hat. Also damit hat Lucius gar nicht mal gerechnet. Denn alles, was an Angriff an diesem Schild ankommt, wird abgeprallt oder zurückgeschlagen. Keins davon kommt einfach an diese Person ran, an den dieser Angriff gedacht war. Dieses Schild ist eigentlich stark. Das ist wirklich gar nicht mal so unnatürlich. Aber muss man sagen, habt ihr irgendetwas anderes erwartet, so Spirit of Notus? Viele haben so Morgenstern erwartet. So kann man es so sehen oder so sehen. Aber ganz ehrlich, so ein Schild ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil wenn man so bedenkt, wie Juno kämpfen würde, wenn jetzt Schild so auf die eine Hand und halt eben sein Schwert so auf die andere, das könnte schon cool werden, so. Aber dadurch muss Juno sehr viel Magie verlieren. Also, heilige Scheiße, das ist wirklich alles, muss Juno hier rausholen, alles. Aber in diesem Moment, wo dann halt eben auch Lucius da überrascht war, hat Juno ihn nochmal angegriffen, einen Schnitt verpassen können. Und daraufhin war es dann so, dass man aber was gesehen hat, das wichtig anzusprechen ist, was sich auch in den Spoiler-Talks angesprochen hat. Aber ich muss darüber reden. Wir haben hier Juno gesehen, wie zum Beispiel in seinem Arm dieser Mana-Skin, den er da hat. Keine Ahnung, wie ich das denn, Spirit-Dingsbums, was weiß ich, Schutzhülle-Anzug, kein Plan. Man sieht, wie er zerbricht. Ich weiß nicht genau, ob es halt wirklich sein Körper ist, das zerbricht. Das kann man nicht genau sagen. Oder ob es seine Magie ist, die am Zerbrechen ist. Weil halt ne fest, er hat Neverland am Laufen, der hat viele Magie am Laufen, er hat Sternmagie am Laufen die ganze Zeit. Er hält sich mal lange durch. Er hat gesagt, er muss es jetzt ganz schnell beenden. Lange wird das nicht mehr funktionieren. Das weiß er. Er muss diesen Kampf so schnell wie möglich beenden. Wenn das nicht passiert, wenn alles, was er hier vorhat, nicht funktioniert, Bruder, dann, ja, wie soll man es genau sagen? Dann ist die Kacke am Dampfen. Dann sehen wir gewisse Dinge, die wir sehen wollen eigentlich so. Aber dann muss man natürlich darüber reden, dass er darüber sprach, was etwas sehr komisch für ihn wäre. Also allgemein komisch überhaupt ist, dass er nämlich in all diesen Versionen gewisse andere Sachen gesehen hat. Zum Beispiel Juno, wie er einmal einen Juno nur gesehen hat, der wirklich auf diese mächtigen Kräfte ähnlich ist. In dem Juno aber im Königreich vom Spade gelebt hat. Eine Zeitlinie, in dem zum Beispiel diese Rebellion im Spade gar nicht existiert hat. Eine normale Version, wo Spade ganz normal ohne diesen Kriegding da war, ohne das, was mit Zenon und Ellen da war. Das war nicht so der Moment, wo wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, Zenon Ellen getötet hat, weil, ne, versteht ihr? Das sind wahrscheinlich so andere Dinge, die halt waren in dieser Zeitlinie. Ich würde echt gerne mehr über diese Zeitlinie erfahren, bin ich ganz ehrlich, Digga. So ein bisschen mehr. Aber er hat auch da gesagt, dass zum Beispiel auch in dieser Zeitlinie, auch wenn Juno wirklich mächtig war, er wirklich lange, Jahre gebraucht hat, um diese Sternmagie irgendwie zu meistern. Was aber Juno in dieser Zeitlinie, in der aktuellen, die wir jetzt kennen, in einem Jahr geschafft hat. Was auch für Lucius ein bisschen unglaublich ist. Er sagt sogar auch, dass dieser Juno, den er jetzt gerade vor sich hat, wahrscheinlich sogar noch stärker
stärker ist als der Juno, den er gesehen hat. Und darüber sprach er auch über die anderen. Im Beispiel, wie schon gesagt, Noel hätte überhaupt gar nicht wichtig sein dürfen in diesen Momenten. Da wäre gar nichts wichtig gewesen eigentlich. Noel hätte überhaupt gar nicht so mächtig sein dürfen. Für ihn sehr merkwürdig. Darauf hat er auch nochmal über Mereleona gesprochen, dass sie einfach sofort von Morris getötet werden soll. Total merkwürdig für ihn. Und natürlich für Egor Leon. Er hätte schon vorher sterben sollen. Also sprich, zu diesem Zeitraum, wo er im Koma lag. Und da spricht natürlich einiges für sich. Warum ist Egor Leon eigentlich aufgewacht? Nicht, weil irgendwie die Elfen angegriffen haben. Nein, weil ein Spirit, dieser eine Spirit, ihn geweckt hat. In seinen Traum oder so reinkam. Keine Ahnung. Alles, was er in seine Vision gesehen hat, ist einfach komplett anders. Eine Vision, die er gar nicht versteht. So gesehen. Also, daraufhin muss man irgendwie so ansprechen, wo ich das nochmal ein bisschen auch verstehen muss. Also er hat es so gesagt, dass es am Ende auf diesen eine Person ankommt, der zum Beispiel auch Lucifero besiegt hat. Und das ist natürlich Asta, das wissen wir. Er hat irgendwie gesagt auch, dass ihn das irgendwie auch frustrieren mag, aber er sagte auch, dass es halt irgendwie etwas Gutes für ihn war, denn damit konnten auch Gegner besiegt werden, die zum Beispiel Lucius nicht besiegen konnte. Das hier ist eine Welt, okay? Eine Welt, die Lucius einfach nicht sehen kann. Eine Zukunft, die er nicht verstehen und nicht sehen kann. Eine Welt, die einfach, for real, wirklich, ich finde, das ist richtig gut gesagt worden, eine Welt, die einfach von Asta alleine geformt wurde. Das ist so fucking awesome. Also wirklich jetzt, wie er das so sagt, wie er das so meint, es ist einfach so. Jede Art und Weise, wie das mit Juno und Asta und was weiß ich alles ist von Asta geprägt. Jegliche Art und Weise. Was mit Mereleona zu tun hat, hat auch einiges damit zu bedeuten. Die hatten ja zusammen einen Kampf gehabt. Da war ja auch Asta mit beteiligt und das hat auch wahrscheinlich Mereleona ein bisschen weiter aufgepusht. Zum Beispiel muss man auch darüber reden, hätte Asta Fana nicht besiegt mit den Salamander, so wäre dieser Salamander niemals zu Egor Leon gegangen und Egor Leon wäre wahrscheinlich niemals aufgewacht. Man hätte ihn vielleicht, ich weiß es nicht, die Maschinen abgestellt. Ich weiß gar nicht, ob es da Maschinen gab, die man an ihn ranhängt. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr versteht, was ich meine. Wäre dieser Spirit nicht gewesen, dann wäre Egor Leon nicht da, wo er jetzt ist. Und dadurch, dass Asta existiert und auch dort ist, hat er Juno in gewissermaßen auch geprägt. Diese Rivalität, die am Start ist, die wir da gerade sehen, die ist mächtig. So mächtig, dass ja quasi Juno dadurch auch immer stärker wird. Ja, für andere ist das halt irgendwie geschenktes Ding, was weiß ich. Ja, es ist so oder so. Aber ihr wisst, dass es auch die Rivalität ist, die auch Juno aufpusht, die Juno auf jeden Fall auch ein bisschen hochzieht, die Juno auch braucht, um irgendwie damit weiterzukommen. Und genau das ist es ja auch, weswegen zum Beispiel die Magic Knights immer noch am Leben sind, weswegen die Magic Knights zum Beispiel auch noch Mereleona irgendwie sich geopfert haben, irgendwie davor kamen, nicht so schnell sterben konnten, weil Juno so viel Kraft hatte, Neverland einsetzen konnte und diese Möglichkeiten bestehen. Dadurch, dass alles das hier ist, ist einfach Asta zu verdanken. Er hat Noel dazu gebracht, zu was sie jetzt ist. Das ist einfach geisteskrank. Und jetzt ist es halt nämlich so, worüber ich reden will. Wer zum Fick ist eigentlich Asta? Jetzt mal for real. Wer ist Asta? In wirklich vielen Situationen muss man jetzt erstmal über die Zukunft und was weiß ich rechnen. Das sind so viele, viele Zeitlinien, über die wir jetzt reden müssten eigentlich, aber natürlich nicht die Zeit haben. Und es ist aber so, dass wir halt darüber reden müssen, dass man einfach verstehen sollte, warum gibt es diese eine Zeitlinie, wo Asta einfach ist, die für Lucius eine Gefahr ist. Warum? Wer hat das getan? Ich sage mal ganz ehrlich, natürlich, das ist nicht einfach so da. Das ist nicht einfach so da. Geht nicht. Dieser eine Moment, das ist irgendwer, irgendwo, irgendwann, irgendwas ist passiert, das wahrscheinlich mit Asta ist. Ich weiß nicht genau, wie man das irgendwie einstellen kann. Ich weiß auch nicht genau, ob man darüber reden sollte. Die Zeit, in der zum Beispiel die Cheetah Asta geboren hat, die Zeit ist, in der wirklich, sagen wir jetzt mal wirklich, Asta, Juno und Noel auch geboren wurden. Es versteht ihr, was ich meine. Also wirklich zu der Zeit. Es gibt schon längere eine Theorie, dass Asta mehr in der Vergangenheit gelebt hat. Aber was wäre rein theoretisch, dass wenn Asta in gewissermaßen in die Zukunft geschickt worden ist, als Baby, irgendwer, sagen wir mal irgendwer mit der Zeitmagie, natürlich gibt es nur einen mit der Zeitmagie, das ist Astaroth, was ist, wenn er irgendwie in irgendeiner Art und Weise seine Hände im Spiel hat und for real Asta bzw. Lucius einfach mal verarschen wollte und Asta irgendwie gewissermaßen diese eine Zeitlinie geschickt hat, die für Lucius ein Problem sein kann. Ich habe da immer so viele Gedanken. Da musst du aber wirklich, wirklich drum arbeiten, um das richtig zu machen, weil bei Zeit machst du sehr viel Fehler. Das ist einfach so. Nichts davon läuft hin. Zum Beispiel das mit Ishita und so. Liebe, da weißt du wirklich nicht, in welcher Zeit das ist. Da weißt du einfach nicht, warum liegt dieses Grimoire, das halt eben Ishita gefunden hat, das der Asta jetzt gerade besitzt, warum lag dir das irgendwo da auf dem Boden? Warum
war das da überhaupt noch im Boden? Wo war Nero da zu der Zeit? Was ist da eigentlich los? Das sind so viele Fragen. Wer hat dieses verdammte Grimoire überhaupt in diese Mauern gelegt, wo Arthur es das erste Mal gefunden hat? Wer? Warum? Was ist eigentlich los überhaupt? Es sind so viele Fragen, die man eigentlich da haben könnte. Und Tabata muss hier Antworten geben. Aber viele denken, es ist Azeroth, der natürlich irgendwie die Möglichkeit hält. Sagen wir mal so im Großen und Ganzen. Es könnte gut sein eigentlich. Ich kann aber auch sagen, dass wir vielleicht Julius darüber ansprechen sollten. Weil warum eigentlich? Ich bin mir sicher, dass Julius noch lange nicht erledigt ist. Julius würde irgendwie in irgendeiner Art und Weise zurückkommen. Und was ist, wenn dieser Typ auch noch ein bisschen seine Hände ins Spiel hatte, um Lucius in gewisser aufzuhalten. Wir sprechen hier wirklich über Vergangenheit und so. Ne? Vergangenheit, Zukunft, das sind Dinge, die sind möglich. Wer weiß, was da überhaupt ist. Wer weiß, was Azeroth überhaupt gemacht hat. Vielleicht war auch Azeroth derjenige, der ja auch die Zeitmagie beherrscht. Er ist ein Teufel, der nicht gerade schwach ist. Azeroth ist wahrscheinlich auch jetzt gerade ein Teufel, der die Zeit voraussehen konnte. Eine Zeit, in der er sehen konnte, wo die Zeitschleife so abging, dass er jedes Mal wahrscheinlich immer, vielleicht, weiß ich nicht, von Lucius getötet wird. Und egal, was er versucht hat, vielleicht hat Azeroth in diesem Moment Dinge aufgebaut, um halt Lucius zu besiegen. Vielleicht. Aber das ist sehr schwach. Der Gedanke ist nett, muss ich aber sagen. Das muss ich zugeben. Da muss ich ein bisschen stolz sein. Aber der Gedanke ist nett, dass Azeroth Dinge geplant hat, um Lucius allgemein aufzuhalten. Dieser Plan ist einfach Aster. Vielleicht ist es halt wirklich so, dass Azeroth etwas damit zu tun hat, dass Liebe auf dieser Menschenwelt dazu kam. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht hat er einiges damit zu tun. Vielleicht ist diese Zeit, in der Legita, Liebe und so Aster existieren, eine Vergangenheit, also eine Zeit, die weit, weit hinterliegt. Versteht ihr? Dieser Moment, wo Legita wahrscheinlich Aster vor der Kirche abgelegt hat, was wirklich ein Zufall ist. Ich meine, jetzt sind wir ehrlich, ne? Was ist, wenn er diese Zeitmagie angewendet hat, um Aster in die Zukunft zu legen, zum Zeitpunkt, wo Yuno auch da abgelegt wird? Weil die Rebellion ja dementsprechend am Start war, ne? Im Spake-Königreich. Dadurch, dass das ja begonnen hat, dass mit dieser Rebellion, diese Zeitlinie, kommt Yuno zur Kirche. Und was ist, wenn dann die Zeitmagie von Azeroth aktiviert worden ist, aus der Vergangenheit, und Aster dann irgendwie dahin geschickt hat, in dieser Zeitlinie mit Yuno zusammen, wo Aster gar nicht hingehört. Versteht ihr? Und dann dort etwas erschaffen hat. Eine Zeitlinie, die Lucius nicht sehen kann, in der Aster aber alles geprägt hat. Gott damn, Digga, da muss man... Oh, bitte, Tabata, gib uns da so viel mehr Infos. Ey, wirklich, das könnte so deep werden. So wirklich deep, weil ich finde, Aster ist nicht einfach irgendjemand. Er hat keine Magie. Okay, aber Bruder, ich sag ganz ehrlich, da steckt sehr viel hinter. Da steckt sehr, sehr viel hinter. Ich sage es euch, wirklich. Der Gedanke, den ich jetzt hier erzählt habe, könnte natürlich Schwachsinn sein oder sonst ist klar. Sind alle Spekulationen, das wissen wir. Aber es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, die müssen einfach da sein. Möglichkeiten, Digga. Zum Beispiel, Alan könnte wirklich der Vater von Aster sein. Das ist alles möglich, ne? Weil, ich meine, so wie der aussieht, ich meine, wenn der nicht der Vater ist, wer dann, Alter? Jetzt mal for real, Alter, das wird so verrückt eigentlich. Och Mann, ich weiß auch nicht. Aber am letzten Seite des Kapitels haben wir ja gesehen, Yuno hat tatsächlich seinen letzten Schlag rausgeholt und for real, überraschenderweise auch für Lucius, hat er ihn sehr heftig getroffen. Also, man muss schon sagen, ne, wir kennen Lucius, der Typ lässt sich jetzt nicht so leicht besiegen. Das wissen wir, das ist klar. Wir müssen aber eines klar machen. Sollte dieser Schlag nicht für Yuno funktioniert haben, so wird in den nächsten Kapiteln, rein theoretisch, die passieren müsste, Neverland, ich sag jetzt mal, aufgelöst werden, weil Yuno kaum noch Kraft hat. Das ist jetzt nur noch ein Angriff, den Yuno machen konnte, und wenn der nicht funktioniert, keine Ahnung. Entweder hat Yuno ihn tatsächlich besiegt und Tabata zeigt uns gewissermaßen eine Zeitlinie, die Lucius gerade sieht, oder es ist irgendetwas anderes. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sollte es nicht funktioniert haben, dann bin ich mal gespannt, was mit Yuno am Ende geschieht. Das ist einfach so. Wirklich, anderes kann er auch nicht bekommen oder neue Technik kann er auch nicht kriegen. Keine Ahnung, was, da kann ich auch nichts mehr erwarten. Aber das mit Aster ist deep. Der Typ, der alles geprägt hat. Der Typ, der alles hier in dieser Zeitlinie geformt hat. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Leute, ihr müsst mir eure Meinung reinschreiben. Was glaubt ihr eigentlich? Wer ist Aster? Was macht er? Was ist da wirklich etwas mit einer Zeitmagie? Ist da, glaubt ihr auch irgendwie, Aster kommt aus der Vergangenheit als Baby irgendwie unerwartet dahingeschickt? Der Gedanke ist für mich schon ein bisschen logisch. Aber ihr müsst mir gerne eure Meinung reinschreiben. Es würde mich wahnsinnig interessieren, was ihr wirklich dazu zu sagen habt. Ich kann halt irgendwie nur noch sagen, Leute, wie gesagt, nächste Woche gibt es keine Review, kein Spoiler-Talks, denn da ist dann Pause und das heißt, in 2 Wochen geht es dann weiter. Ich hoffe doch, euch hat dieses Video zu Black Clover gefallen. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal 2 Videos für dich und links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.